So, guten Morgen, Biker und Bikerinnen. Heute werde ich mal das machen, was bei uns die meisten Leute inzwischen machen. Ich werde mal mit dem meistverkauften Motorrad fahren, was bei uns im Laden steht und immer ausverkauft ist. Royal Enfield Himalaya. Ein super Motorrad zu einem super Kurs. Ich werde das mal machen, weil ich werde das mal fahren heute. Werde ich mal in der Liga einreihen von Tempo 130, was ja demnächst sowieso kommt, wenn der grüne Verkehrsminister Hofrichter kommt oder wie er heißt, dann können wir ja demnächst auch mit unseren 200 PS Boliden keine 300 mehr fahren. Dann werden wir mit 130 durch die Gegend schleichen. Aber das Gefühl möchte ich mal haben, wenn ich mit so einem Motorrad wie diese hier sonntags oder wann spazieren fährt. So, das Motorrad hat einen unfassbaren Preis. 4.750 Euro, neu. Hat fast knapp 500 Kubik, also nicht ganz, und hat richtig schöne Optik. So, und die werden gekauft von den Leuten. Unfassbar. Vor allen Dingen, ihr könnt euch auch nie verirren. Wisst ihr warum? Ich habe auch einen Kompass im Cockpit. So, und dieser Kompass, den ihr seht ihr hier, der zeigt mir an, wo ich bin. Verirren kann ich mich nicht. Der Spritverbrauch von diesem Motorrad liegt bei 3,5 Liter auf 100 Kilometer. Also, entspanntes Fahren ist heute Morgen angesagt. So, Biker und Bikerinnen, das ist zu diesem Thema zu sagen. Nur, ihr wisst ja selber, ich bin ja eigentlich ein Heizer mit HP4 und 300 km/h und alles. Aber ich möchte mal sehen, wie das entspannte Motorradfahren ist. Richtig entspannt fahre ich gleich mal die Runde. Und werde mal in den Kurven gucken, die schwärmen alle davon. Werde mal zum Motorradtreff fahren. Und dann werden wir mal sehen, was die Jungs so sagen, wenn ich damit auftauche. Die werden natürlich sagen: Hey, KP, was ist denn mit dir los? Wirst du ganz alt? Oder wie auch immer. Nein! Wir müssen uns ja damit abfinden. Es wird irgendwann, wie ich gerade schon erwähnt habe, dann kommt auf einmal Tempo 130. Ja, und dann haben wir die Arschkarte mit unseren schnellen 200 PS Motorrädern. Da gibt es für uns nur noch eins: Rennstrecke fahren. So, und das mache ich ja in Spanien. Und hier, das Motorrad fährt ja nur 135, kann mir ja gar nichts passieren, dass wir den Lappen abnehmen. So, ihr Lieben, ich werde es heute Morgen mal probieren und werde mal ein bisschen rumfahren. Fahr mal zur Bigge, trink mir mal ein Käffchen oder Mesekital, fahr mal in den Kurven rum. Dann werde ich ja sehen, was man damit machen kann. Also, so wie ich jetzt gehört habe von meinen Kunden und unseren Kunden, die sagen alle: Kurven wie Fahrradfahren. Ja, Biker und Bikerinnen, das werde ich heute Morgen mal ausprobieren. Da kann ich mir auch brauche ich auch keine Angst haben, dass sie mir den Lappen abnehmen, weil ich daher ballere wie ein Beknackter. Nee, nee, lass mal ruhig angehen. Hi, ich freue mich schon. Also, wisst ihr Bescheid? So, jetzt fahre ich auf einer Straße mit vielen Löchern und viel Dreck und probiere mal aus, wie verhält sich das Motorrad, wenn ich jetzt über so eine Holperpiste fahre, halb Dreck, halb Straße. Das werde ich ja jetzt sehen. Wie verhält sich das Motorrad, wenn ich jetzt so halb Straße, halb Gelände rumrausche? Das ist mal eine richtige schöne Situation. Also, Biker, das probiere ich jetzt aus. Dann wollen wir mal schauen. Seht ja selber hier, alles Müll, dreckig. So, jetzt fahre ich los, dann fahre ich von hier aus durch das Dörfchen und dann fahre ich Landstraße runter und dann fahre ich wieder hoch, teste das in den Kurven und werde sehen, wie verhält sich dieses Moped. Alles klar, auf geht's. Scheiße hier auf der Straße. Alles ist hier.
Balke, ich muss staunen. Da war natürlich jetzt ein Auto vorher. Wenn ich gleich mal hier hochfahre, dann wird das besser sein. Dann habe ich mehr, warte ich ab, dass keine Autos rumfahren. Dann baller ich mal hier hoch mit dem Teil. Mal gucken, was sich tut. Aber ich bin gespannt, ehrlich jetzt, wie es sich jetzt verhält hier. Und das ist kein Verkehr heute, das ist ideal. Also, weiter geht es. Royal Enfield, Himalaya, Super Enduro, klasse. Also, weiter. Das ist eine ziemlich kurvenreiche Strecke. Wenn ich jetzt hier hochfahre und die dicken Motoren da vor mir sind, in den engen Kurven, kriegen sie Ärger mit dem Teil. Ohne Frage. So, also, die letzte Etappe hier hoch und dann schauen wir mal.